Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Tales of Systeria. Wir haben das letzte Mal Alicia verabschiedet und jetzt müssen wir den Eindringling finden. Wir haben auch schon, die Musik hat sich auch schon richtig verändert. Mal gucken, wir sprechen hier mal mit allen. Erst Menschen, jetzt Helions. Da ist doch etwas faul im Unterland. Diese Helions darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Achtet darauf, dass ihr immer mindestens zu zweit seid. Ach, ist ja albern, das ausgerechnet euch beiden zu sagen. Das ist wohl wahr. Die Bosheit eines Helions und das hier in Elysia. Das ist nicht mehr vorgekommen seit... Ach, ist ja auch egal. Meine Güte, was sollen wir Seraphim denn tun, wenn wir von einem Helion angegriffen werden? Ich hab's ja gewusst, mir war von Anfang an nicht wohl dabei. Miklea und Soray, ihr dürft euch nicht zu viel zumuten. Schließlich seid ihr beiden die Jüngsten hier in Elysia. So, reden wir nochmal mit den beiden hier. Helions dringt nicht einfach aus Versehen in Opas Domäne ein. Er steckt ganz kleine Absicht hinter dem, was er hier tat. Was sagst du, Opa? Selbst... Ach, Zenrun. Nee, Zenrus heißt er. Selbst wenn du einem Helion begegnest, darfst du ihn nicht herausfordern, verstanden? Der hier sieht ganz danach aus, als wäre er viel stärker als die schwächlichen Spinnen, mit denen du es in den Ruinen zu tun hattest. Na, großartig. Es gibt doch direkt Hoffnung. Wo wollte er mich denn hinhaben? Da nicht... Da hinten hin, okay. Hoffentlich geht es Alicia gut. Nicht, dass sie in den Helion gerannt ist. Was ist mit dir hier, Kumpel? Soray, Mikleo, wie wäre es mit einem freundschaftlichen Wettkampf? Wenn er erst einen Helion findet, hat gewonnen. Dann ernst? Ich meine, die Lage ist ja nur ein bisschen ernst. Und er spricht ja jetzt erst mal von Wettkampf. Ich glaub's nicht. So, da sehen wir noch einen Seraphim. Sprechen wir doch nochmal mit ihr. Mason und die anderen sind losgezogen, um den Wald zu durchsuchen. Ihr beide geht besser nicht dorthin. Das ist gefährlich. Aber wie wir da hingehen? Und mal kurz gucken. Was willst du? Ach, du hast schon wieder irgendeine Snack-Zubereitung gemacht. So. Ah, okay. Es kann eigentlich hier schon runtergehen. Oh, da ist du. Habe ich die ernsthaft übersehen? Trank des Lebens. Ich scheine sie wirklich übersehen zu haben. Wie auch immer das passieren konnte, aber okay. Oh mein Gott, hat mich das gerade geschockt. Was zum Henker? Oh mein Gott. なんだこいつは。これが氷馬だって言うのか。ここは君が来るようなところじゃない。立ち去るんだ。小僧が生意気に全身恐怖が丸出しになってるぜ。ほら、力んで腕もガチガチ。うわっ、つれ。 Wähle im Artist-Menü Himmelssturm aus und wirke das verborgene Arte mit X. Die Musik ist gerade etwas laut. Aber okay. Das verborgene Arktis. Himmelssturm. Wo ist Himmelssturm?
Himmelsstrom. Hoppala. Okay. Verborgenes Artes. Wirke verborgenes Artes mit X. Es ist möglich, sowohl Kriegs- als auch verborgene Artes in Kombos zu vereinen. Du kannst zum Beispiel die Schwächen eines Feindes mit einem verborgenen Arte angreifen, um darauf ein Kriegsarte folgen zu lassen. Im Arte-Menü kannst du mit dem linken Stick bis zu 5 verborgene Artes kombinieren. Wenn das oberste Feld nicht besetzt ist, kannst du das System durch Drücken von X aus deinen erlernten verborgenen Artes auswählen lassen. Okay. Kriegen wir hin. Kommt auch nochmal zum Zug. Schauen wir ehrlich. Okay. Oh mein Gott. マイセンをこれが氷魔の本当の。それ弱くなるものよ。それともみんなで相手してやろうか。つまみ食いにかまけてメインディッシュを逃すのは面白くない。 あとはわしらに任せい。じいじ、さっきの狐人間は兵馬だったのですか。我々と言葉を交わすなんて。うん、あれは人間が兵馬と化した姿じゃ。疲れたと言ってもいい。人が兵馬に。さあ、お前たちはさっさと戻って休み。そうします。さあ、帰ろう。あ、うん。 Hat ein neues Arte gelernt. Windmeister Talisman Unwetter erhalten. Okay. Hatten die Kenntnisse zum Titel vertieft. Alles mit diesem Arte, das muss ich noch etwas lernen. Okay. Himmelsstrom erlernt. Wertvolle Handschuhe erhalten. AP um 1 erhöht, wenn ich das jetzt gerade noch richtig gelesen habe. Arte-Einstellungen. Ich habe nur Himmelsstrom. Okay. Ausrüstungsbeherrschung. Du kannst deine Beherrschung eines Ausrüstungsgegenstandes erhöhen, indem du das Objekt ausrüstest und dann Siege anhäufst. Die Beherrschung eines Objektes kann maximal bis auf 5 steigen. Strebe nach Ruhm im Kampf, indem du deine liebsten und nicht so geliebten Objekte ausrüstest. Okay. Natürliche Weste. Snack-Zubereitung. Ah, was ist das denn? Bereite Snacks zu, um KP wiederherzustellen, während du unterwegs bist. Jede Figur hat ihre eigene Technik und Spezialitäten. Bei höherem Level ist die Anzahl der Objektarten und die Zubereitungsgeschwindigkeit höher.
Die Figur bereitet für die Gruppe regelmäßig Snacks zu, genau das hat Mikleo ja und er versucht das die ganze Zeit. Die Snacks haben folgende Merkmale, können nicht im Kampf genutzt werden. Snacks regenerieren KP aller Verbündeten, extra Effekte nur beim nächsten Kampf. Ursprüngliche SK wird nur zu einem kleinen Teil wiederhergestellt. Einige Figuren fällt die Zubereitung bestimmter Snacks leichter als anderen. Herr ja, McLeo scheint da drin noch nicht so gut zu sein. Okay. Oh, hier gibt es so viel, ne? Oh, Genau, das konnte ich jetzt. Schussladung. Wenn ich das jetzt anschalte, aktuelle AP in Gebrauch. Ah! Das sind die, die ich sammle. Okay. Ich verstehe. Was ist diese Schussladung? Okay, ich mache mal automatische Abwehr. Die mache ich mal an. Mode. What? Aha, man kann sogar seine Figur ein bisschen anpassen, wenn man denn was hat. Okay. So, also, und ich sehe schon, jetzt wollen wir uns alleine auf den Patt machen, um Alicia zu retten. Kann ja nur großartig werden. Okay. Wie gesagt, mit dem Sound, da muss ich noch ein bisschen gucken. Beim Kampf eben kam er mir ziemlich laut vor. Na, schauen wir mal. Und wie sie ausrasten werden. Von der Helion, ne? Der war so. Oh, alter Schwede. Vor allem, dem werden wir nochmal begegnen. Oh mein Gott. Das ist nicht wirklich etwas, worauf ich erpicht bin.何が？うわ、ミクリオ。どうして？抜け駆けなんてさせないさ。僕も行く。ミクリオ。歩きながら話そう。時間が欲しい。あの狐男の言葉。狙いはアリーシャと考えるのが自然だ。ミクリオも気づいたんだ。当然。さあ、急ごう。ミクリオ。なんだよ。改まって。来てくれて、すげえ嬉しい。 嘘一つつけない君じゃ人間の中ではやっていけないだろうからね。じいじ怒ってるよな。じいじは覚悟していたのさ。いつか君が旅立つこと。大げさだな。一生会えなくなるわけじゃないのに。分かってるんだ。じいじには旅立ったら君はもう人間の中で生きていく。 これはじいじの。人間の社会ではお金が必要だ。困ったらこれを売って足しにしろって。そして君に伝言だ。自由に自らの思う道を生きよう。お前の人生を精一杯だってさ。行こう。
来い。人はあまりに無力だ。それゆえ時代が窮すると同志の出現を祈る。 最悪の時代と呼ばれた時代に現れた同志の物語が幕を開ける。 この森を抜ければ湖が見えてくる。斜面を下っていけばいいはずだ。わかった。って、やけに詳しいな。まあね。この日のために情報を集めていたから。こっそり？ずるいぞ。 Ein sehr eindrucksvolles Intro. Und wir haben da auch schon gesehen, da werden noch mehrere Charaktere zu uns stoßen. Ach du Scheiße. Und das darf ich alles absuchen. Das ist ja schön. Schnell speichern, bitte. Ja. Danke. Dann würde ich sagen, machen wir das nächste Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann.